Verkalkungen an der Schulter gehören zu den häufigsten Ursachen von Schulterschmerzen. Falls Sie an einer Kalkschulter leiden, ich kann Sie beruhigen. Die Verkalkung an der Schulter hat nichts mit der gefürchteten Gefäßverkalkung, der Arteriosklerose, zu tun, die ja bekanntermaßen zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen können. Nein, bei einer Kalkschulter handelt es sich um eine lokale Ablagerung von Kalziumsalzen, die sich naturgemäß überall in unserem Körper befinden. Es gibt zwei Theorien, wieso sich diese Kalziumsalze gerne an den Sehnen der Schulter, der sogenannten Rotatorenmanschette, ablagern. Die eine Theorie besagt, Kalkdepots entstehen vor allem dort, wo eine Sehne immer wieder Druck bekommt und damit kleine Schäden bekommt. Letztendlich ist hiernach ein Einklemmen der Sehne unter dem Schulterdach, das sogenannte Impingement, für die Entstehung der Verkalkung verantwortlich. Eine andere Theorie besagt, dass es Sehnenbereiche gibt, die schlecht durchblutet sind, das heißt, die eine schlechte Gefäßversorgung aufweisen. Dies führt zu einem Milieu, das die Ablagerung von Kalziumsalzen begünstigt und somit zur Kalkdepotentstehung beiträgt. Wahrscheinlich treffen, wie es ja häufig ist, beide Theorien in gewisser Weise zu. Was bedeutet eine sogenannte Kalkschulter für den Betroffenen? Es gibt Menschen, bei denen wird durch Zufall eine Kalkschulter diagnostiziert. Beispielsweise, weil nach einem Unfall ein Röntgenbild gemacht wurde, ohne dass sie bis dato irgendwelche Beschwerden hatten. Diese Patienten bedürfen keinerlei Therapie. Wenn Sie jedoch unter Schulterschmerzen leiden, sollten Sie das checken und sich gegebenenfalls behandeln lassen. Um festzulegen, welche Behandlung für Sie die beste ist, muss man eine genaue Analyse machen, denn nur eine exakte Diagnose garantiert eine wirklich gute Behandlung. Im Rahmen einer gründlichen Untersuchung der Schulter- und der Hals-Nacken-Region machen wir Ärzte hierzu zunächst spezifische Tests. Zusätzlich benötigen wir in aller Regel eine Ultraschalluntersuchung und Röntgenaufnahmen Ihrer Schulter. Nur so ist die exakte Lage, die Größe und die Struktur der Verkalkung festzulegen. Ich möchte Ihnen hier in einem Röntgenbild mal zeigen, wie ein Kalkdepot aussieht. Das hier ist ein Röntgenbild von der rechten Schulter. Wir sehen hier den Oberarmkopf, da geht es runter zur Ellenbogenhand. Das hier ist die Gelenkpfanne. Hier sehen Sie das Schlüsselbein, das übergeht ins Schulterdach. Und die Verkalkung ist diese helle Struktur hier, eine deutliche Verkalkung im Bereich der Sehnen. Und Sie können sich gut vorstellen, dass, wenn der Arm hier jetzt hochgenommen wird, diese Verkalkung gegen das Schulterdach, gegen diesen Knochen drückt, und das führt zu einer Reizung, zur Entzündung. Das macht Schmerzen. Sie müssen und sollten nicht mit Schulterschmerzen leben.